So, hallo, wir machen eine weitere Folge Super Mario Maker 2. Wer weiß, wie viele noch kommen? Ich weiß es nicht. So gerade setzt bei mir auch wieder so ein bisschen ein Sättigungsgefühl ein. Aber was ich als erstes kontrollieren muss, hier steht USB-Headset und es schlägt auch ordentlich aus. Das heißt, ihr solltet mich hören. Okay, sehr schön. Huch, da schlage ich erstmal vor Freude gegen das Mikrofon. Okay, wir gucken mal kurz, ob sich hier was getan hat. Sobald es geladen hat. Danke. Nichts. Ich glaube, nicht nur ich habe ein Sättigungsgefühl. Nichts. Okay. Okay. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Was Boost Bro Welt angeht, ein paar haben gemeint, es könnten Reuploads sein. Ich weiß nicht, aber so ein Bonus und so weiter, das hatte er damals nicht drinnen, ne? Also nachdem ich jetzt gerade gar nichts habe, würde ich sagen, wir starten einfach mal die Superwelt von ihm. Und gucken mal, ob uns das bekannt vorkommt oder nicht. Denn es wäre auch interessant zu sehen, was er so für eine Welt auch wirklich gebaut hat. 99. Sind das die Anzahl der Spieler? Das ist auch schon sick, ne? Wie viele das spielen. Ist das die Anzahl der Spieler? Müsste es sein, ne? Ich weiß es nicht. X. Also, da kann ich ausmachen. Nö, die lass mal an. Das ist okay. Also, ich würde es gerne wirklich realistisch spielen. Also im Sinne von, wenn wir Game Over gehen, gehen wir Game Over. Und ich würde gern die 30 Leben damit auch wirklich als. Als 30 Leben wertschätzen. Das ist doch das erste Level. Das habe ich doch letztes Mal schon gespielt. Was ist denn jetzt kaputt? Ach so. Ups. Ja, da haben wir schon mal zwei wertgeschätzte Leben verspielt. Okay. Okay, ich muss mich erstmal wieder dran erinnern an das Level. Aber das haben wir ja schon gespielt, also das sollte ich hinkriegen. Alles andere wäre jetzt etwas ärgerlich. Okay. Aber mir kam das nicht bekannt vor. Also ich. Ist das wirklich ein Reupload? Wir werden es vielleicht sehen, wenn andere wenn andere Level dann bekannt sind. Mal gucken. Vielleicht erkenne ich irgendwas wieder. Aber ich kann mich halt. Ich meine, es ist ewig her, dass ich so die ersten Level von Boost Bro gespielt habe. Aber ich kann mich halt einfach nicht erinnern. Jo, das war das, das war das. Jetzt wird's hektisch ein bisschen. Okay. Ach Gott. Nein, da war nicht das Leben dabei. Ups. Okay. Okay. Weiter. Einfach weiter. So. Zack, zack, zack. Weiter geht's hier hin. Start. Vor allem auch dieses, er hat ja irgendwie so Bonus-Dinger eingebaut, ne? Auch das kam mir irgendwie nicht. Oh nein, ich muss groß. Auch das kam mir irgendwie nicht bekannt vor. Vielleicht ist es auch einfach zu lange her und ich weiß es nicht mehr. Das kann natürlich alles sein. Ich weiß es nicht. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich damals so ein Sprungbrett geworfen habe. Oder doch? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist echt zu lange her. Das gibt's doch gar nicht. Also, nee, vom Design her kommt mir das einfach nicht bekannt vor. Yikes. Okay. Ich schätze mal, ich muss immer noch den Pilz behalten. Huch. Ja, musste ich auch.
Oioioioioi. Okay, jetzt verliere ich ihn sicher. Nee, tue ich nicht. Okay. Yo. Alles. Oh Gott. Ich muss ihn bestimmt immer noch behalten. Yo. Ja, muss ich auch. Oh Gott. Okay, zack. Zack. Oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich ihn immer noch? Nein, jetzt nicht. Doch, immer. Oh. Mist. Nee, aber das sind neue Level. Ich kenne die nicht. Sollte ich so eine schlechte Erinnerung haben, dass ich an das alles hier nicht mehr denken kann? Und ich das schon mal gespielt habe? Ich kann mich nicht. Ich weiß es nicht. Es wirkt für mich neu. Es ist natürlich sein Stil, ne? Das erkennt. Das erkennt man. Aber. Ja. Ansonsten. Oh, nice. So. Also jetzt aufpassen, nicht treffen lassen und ab dafür. Okay. So. Jetzt können wir einmal zum Bonushaus gehen und zur Röhre und das ist ja ein extra Level dann da. Ach, das ist wahrscheinlich das Bonuslevel. Vielleicht sind die Bonuslevel auch einfach ein bisschen schwieriger, ich weiß es nicht. So, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Ach, es ist einfach. Ja, wenigstens das. Ja, okay. Es ist viel. Man musste eigentlich immer so ein bisschen. Also im Original musste man so ein bisschen versetzt agieren. Hier muss man, glaube ich, wirklich exakt das einfach drücken. So, gucken wir mal uns das Level an, aber theoretisch müssten wir es dann ja gar nicht spielen, ne? Theoretisch kommen wir auch in die. Kommen wir auch so in die nächste Welt. Das ist jetzt ja Bonus. Mal gucken, was das ist. Was er sich für Bonus ausgedacht hat. Ah, das haben wir auf jeden Fall nicht gespielt. Bonus-Dinger gab es nie vorher. Ah ja. Ah ja, 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 ja. Okay, die Bonus-Dinger werden immer ziemlich kritisch sein, scheinbar. Okay, jetzt habe ich. Ah, ich verstehe. Die sind schön zum Leben farmen und wenn man jetzt. Okay. Okay, ja, okay. I get it. I get it. Wir können nochmal durch, einfach so als Bonus, ne? Schöne Idee. Das heißt, man verliert nichts, wenn man es nicht schafft. Oder kann man es überhaupt nochmal spielen? Ah, man kann Level nicht doppelt spielen. Ah. Ah, das ergibt dann richtig. Okay, dann ist es wirklich. Fühlt sich es wirklich wie ein Bonus an. Okay, cool. Das heißt, die nächsten Boni-Level sollte ich entsprechend gut behandeln. Oha. Und hopp. Und hopp. Okay. Okay. Du-du-du-dum-dum-dum. Ja, und das ist noch ein Indiz, dass das nicht sein altes 1.3 ist, weil da gab es die Viecher noch gar nicht. Oh. Und ich will den auch mitnehmen. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Habe ich zu spät gecheckt, was ich tun will. So, zack, ein Leben, sehr schön. Wie gesagt, normalerweise kann man die Superwelt ja trotzdem spielen, selbst wenn man Game Over geht. Es ist ja nicht so dramatisch, dass die dann kaputt ist.
Aber ich würde es jetzt halt gerne so handhaben, dass wir wirklich die 30 Leben. Oder halt die Leben, die wir jetzt bekommen, ne, dass wir die auch entsprechend so nutzen, wie wenn sie wirklich so viel wert wären, wie sie halt eigentlich nicht sind. Nein! Ah. Wie sie halt eigentlich nicht sind. Hat der Satz jetzt Sinn ergeben? I don't know. So. Eigentlich muss ich da nicht warten, ich kann da einfach durch. So, jetzt aber hier. Kann ich das nicht einfach von hier werfen, ohne... Okay, wenn er jetzt draufläuft, Nein! Ja! Nein, er läuft nicht... Wieso läuft er nicht... Okay, danke schön. Das wäre fast schief gegangen. Ich habe nicht dran gedacht, dass der ja schießen könnte. Huch. Okay, nice. Oh, Bossfight. Auch cool. Vor allem, das hat jetzt auch wirklich Bossfight-Charakter, ne? Das ist... Ja, das ist schön. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Gefällt mir bisher die Superwelt. Gefällt mir bisher. Ah, nice. Gib mir alle Leben. World 1. Nein, er hat schon scheinbar was echt was Neues gebaut. Finde ich gut. Vielleicht manche Sachen recycelt, so ein bisschen. Aber insgesamt hat er sich hier schon was überlegt. Gefällt mir sehr gut. Nice. Dann ab in Welt 2. Mit 31 Leben. Eins mehr als mit Welt 1. Muss ich die mitnehmen? Ja. Oha, oha. Okay. Ich bin vor allem gespannt, wie schwer das Ganze noch wird. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das an manchen Stellen kritisch wird. Okay. Aber bisher war er ja auch recht großzügig, was Checkpoints angeht. Yo! Oh, aber sowas immer kurz vor dem Checkpoint ist natürlich auch fies. Hui! Ne, das ist auf jeden Fall auch alles neu daran. Sowas könnte ich mich sonst... Kann ich den einfach... Ja, ich mach's so. Ah. Ich wollte so gegen die Wand schlagen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich muss es einmal ausprobieren, sonst frage ich mich die ganze Zeit, ob es gehen wird. Ich muss es ausprobieren. Wir gehen so ein bisschen hier so, so zack. Ja. Das hat nicht hingehauen. Schade. Oh, man könnte hier wahrscheinlich mit einem Shelljump sogar da drüber. Das wäre vielleicht auch noch möglich. Cool, also das ist schon knapp. Das ist schon knapp, hat mir vorher... Oh nein! Oha! Okay, das war zum Glück nur kurz. Nice! Sehr nice. Sehr nice. Dreißig Leben. 2-2. Okay. Der geht darüber, also gehe ich. Okay. Puh.
Muss ich den wieder mitnehmen? Ich meine, wenn er da ist, vermutlich ja. Ja. Oha. Oha, verstanden. Ah, das ist auch eine coole Idee, die einzusetzen, ne? Ich bin dumm. Ich habe nicht nachgedacht. So, jetzt aber. Hopp. Okay. Ah, hier ist schon das Ziel. Nice. Nice, 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 nice. Dann kommen wir jetzt schon wieder zum Bonus, ne? Ja, Tatsache. Einmal zum Bonushaus und zum Bonus. Oh, ah! Go! Go! Kommt noch einer? Ach, kommt nur einer. Ach so. Okay. Bonuslevel. Mal gucken, was hier kommt. Und wie viel Leben wir rausholen können. Bonus! Ah, nice. Froschi. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Aber bin ich auch nicht. Oh. Schade, geht nicht. Okay, ich dachte, der kommt wieder. Ja, gut, dann ohne Froschi. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Froschi. Oh Gott, das ist jetzt ohne Froschi schon kritisch, aber es geht. Nice. Wir werden die Leben alle noch brauchen, das ist das Problem. Nice. Ah, das ist ein sehr gutes Level für Leben. Jawollo. Sehr schön. Ah, das war... Oha! Oha, was? Hört die auch auf irgendwann? Oh, warum frage ich? Schade. Okay, das war... Wow. Das war ein sehr gutes Leben für... Ah, das würde jetzt nur gehen, wenn ich den Frosch-Suit noch hätte, ne? Okay, verstanden. Das war ein sehr gutes Level für Leben. Wow. Aber ich fürchte, wir werden gerade so in den hinteren Welten, ne? Da werden wir dann schon... das brauchen. Gehe ich schon von aus. So. Jetzt Bosskampf wieder. Beziehungsweise erstmal Level, dann Bosskampf. Mal gucken, wann ich anfange zu struggeln. Bisher läuft es echt gut. Bisher läuft es echt gut. Aber das heißt nichts. Ja, das war zu viel auf einmal.
Diesmal weiß ich Bescheid, was hier passiert. Wir nehmen die mal. Ja, 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 wir brauchen die auch. Also bisher ist es eigentlich so, immer wenn man was mitnehmen kann, muss man es auch mitnehmen. Okay, nice. Das war der Teil, Bosskampf. Ah. Na komm. Das hätte fast nicht funktioniert. Und mit Schimpfler dreimal. Okay, nice. Dann ist der auch down. Sehr schön. Nice. 50 Leben. Das kann sich doch sehen lassen für Welt 3. Puff. Okay. Oha, Waldwelt. Alles klar. Na dann, auf geht's in 3-1. Verstanden. Okay, ich war kurz überfordert. Hab's aber hinbekommen. Oh, ich dachte jetzt, der geht sofort zum Pau. Ist er nicht. Okay, also nochmal. Wie geht die eine Stelle da? Kann ich mir jetzt erstmal in Ruhe angucken? Ja, kann ich. Ach so. Der muss den erstmal befreien und jetzt muss der losziehen. Okay. Den muss ich wieder mitnehmen. Ja, bis hierhin. Das war nicht, was ich wollte. Plopp. Okay, also hier einmal hoch, einmal hoch, einmal hoch. Okay, jetzt aber. Komme ich da nochmal hin? Okay, ich könnte was probieren. Ich glaube, der ist geschlüpft. Also gut geschlüpft kann man nicht sagen. Es ist kein Ei. Er ist aus der Shell geschlüpft. Aber ihr wisst, was ich meine. Ätzer. So. Ja, Moment. Hä? Ach, da. Der Eiszapfen löst den On-Off. Ich dachte, der Swamp muss irgendeinen On-Off auslösen und ich wusste nicht, wo der ist. Der Eiszapfen löst den On-Off aus. Ich habe den gar nicht gesehen, dass da unten der On-Off ist. Bin schon wieder komplett blind einfach. Wie kann man das denn übersehen? Also wie kann man das denn übersehen? Der ist ja so eindeutig. Lol. Also der ist ja sowas von eindeutig. Keine Ahnung. Hopp. Und wir müssen was mitnehmen. Nice. Und das müssen wir auch noch mitnehmen. Ach, da unten muss ich den reinpfeffern. Okay, verstanden. Nicht gleich mitspringen, sondern erstmal da unten reinpfeffern. Kriegen wir hin. Das war knapp. So, komm mal mit, Kollege. Zack. Und zack. Und hopp. Und schnell. Okay. Oh, okay. Nochmal hektisch am Schluss. Nice. Alles hinbekommen. Alles hinbekommen. Ein paar Leben verloren, aber insgesamt ist das okay. Thank you.
So. 3-2. Das war wieder okay. Da brauche ich etwas Schwung. Mehr Schwung und Elan bei diesem Sprung. Okay, keine Ahnung, was das jetzt für ein komischer Reim war. Ja. Okay. Ah, da muss ich wieder drauf. Okay. Da muss ich dann wieder drauf. Einfach dann hier gleich wegzünden. Ja, muss ich doch. Ist ja egal wo. Macht die Sache halt deutlich angenehmer. Jetzt. Okay, nice. Checkpoint immer gut. Tock, tock, du, das war zu schnell. Die Plattform war leider noch nicht da, wo sie sein sollte. Okay. Also ein bisschen Zeit lassen. Jetzt sollte es passen. Jawohl. Was? Hilfe! Okay. Boah, ich hatte so Schiss, dass die... Hätte ich die kaputt rutschen können? Warum habe ich gestoppt? Ich hätte sie doch einfach kaputt rutschen können, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie hätte kaputt rutschen. Oh no. Ich glaube, der Tod war gerade komplett sinnlos. Aber ich weiß es nicht. Ich probiere es aus. Ja. Ich bin komplett umsonst gestorben. Ei. Na gut. Na gut. Na gut, so sei es. Dafür kriegen wir jetzt ganz viele Leben wieder, weil wir wieder das Bonus-Level haben. Das war ja schon die zweite Welt, das zweite Level. Einmal zum Haus. Was kriegen wir diesmal? Okay. Aber da steht die Ballons. Ist doch nur einer. Okay. Wenn man schnell ist, kriegt man mehr Leben, kann es sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es 3. Sehr schön. Nehme ich mit. Und jetzt wieder Bonus-Level. Schön Leben sammeln. Bonus Nummer 3. Bonus! Oh, nice. Das erste kriege ich direkt. Ah, okay. Ich muss jetzt immer über die Ranken. Nice, 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 nice. Bin echt gespannt, ob wir irgendwann mal Probleme mit den Leben bekommen oder ob das durchaus immer ertragbar ist. Aber wenn's irgendwann mal schwieriger werden sollte und wir das versuchen ernsthaft zu spielen, dann kann schon passieren, dass 50 Leben schnell weg sind. Nice, 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 nice. Okay, da hätte ich fast selber sterben können. Nice, und jetzt haben wir den Schuh. Und der Schuh ist bestimmt nochmal hier, gibt nochmal Bonus. Ja. Nice, 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 nice. Und wir sind bei 67 Leben. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Dann machen wir noch den Boss und dann schließen wir den Part ab.
Dann haben wir drei Welten von sieben gespielt. Also ich bin jetzt schon froh, dass wir es gestartet haben, weil es doch nochmal komplett neue Level sind. Und sie passen halt auch wirklich zu einer Welt zusammen. Na, er hat sich da echt was bei gedacht. Das ist schon cool. What? Hitbox, please. Was war das denn? Uff. Da muss ich aber hart widersprechen. Das war nicht so gut, glaube ich. So, wo bin ich? Ach ja, an dem Fisch. Der Fisch war das Problem. Also gleich weiter. Und dann passiert hier auch nichts mehr. Was irgendwie schlecht ist. So, was muss ich tun? Ich sehe, ich habe keine Ahnung. Da ist ein Springboard. Das muss ich hier wegpfeffern. Nice. Nice, 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 nice. Und jetzt ist... ja gut, ich muss halt runter. Oh Gott, oh Gott, das war knapp. So, und da sind wir wieder beim Bossfight. Auf! So. Ah, das ist unterschiedlich, wie viel die springen immer. Okay, ich verstehe. Hui. Und wir sind bei 70 Leben. Also bisher kriegen wir pro Welt Leben dazu, auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir können ja noch 4-1 spielen, dann haben wir fast die Hälfte. Oha, Wüstenwelt. Okay. Und er scheint es ja auch an die Welten, die er hier zur Verfügung hat, wirklich angepasst zu haben. Also müsste jetzt wirklich Wüste kommen. Jawohl. Oh, den muss ich die ganze Zeit... Oha, 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 oha. War das jetzt... Das war jetzt schlecht. Jetzt ist er angehalten, ne? Ja. Okay, da komme ich nicht drüber. Vielleicht kommt man drüber, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Sah nicht gut aus. So, wo war jetzt mein Fehler? Irgendwo ist er angehalten plötzlich. Ah, hier die Bombe habe ich zu spät. Da ist er schon dagegen geknallt. Ja, die Bombe war zu spät. Also die Bombe muss ein bisschen eher. Okay. Jetzt passt die Geschichte. Muss ich warten? Oh, oh nein, er ist zu langsam, er ist zu langsam. Ah! Huhuhu, das war knapp. Oha. Das war ja richtig knapp. Du, 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 gib mir das. Geh weg. Wupp. Plopp. Ah! Okay, nice. Das war das Level. Sehr schön.
Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich denke, das braucht man dann nochmal genauso lange aus. Es wird brutal schwierig plötzlich. Ansonsten verbleibe ich hier erstmal. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.